Kreatinin, ist es nur was für verrückte Bodybuilder oder ist es was für jedermann? Darum geht es in diesem Video. Hi, hier ist Matthias von die Praxis Family. Heute geht es um Kreatinin und das ist tatsächlich mittlerweile immer mehr ein Produkt, wo man sagen muss, eine gute Ergänzung für den Menschen, gerade wenn wir älter werden, natürlich auch für Sportler. Was ist Kreatinin? Kreatinin ist ein Eiweißmolekül, besteht aus der Aminosäure Methionin, Arginin, Glycin und Methionin. Diese Form, diese Verbindung Kreatin bekommen wir in der Ernährung hauptsächlich durch tierische Lebensmittel. Da wir aber ein klarer Verfechter der pflanzlichen Ernährung sind, also vor allen Dingen der veganen Ernährung, ist es natürlich nicht ganz so einfach, das zu bekommen. Kreatin bekommen wir aber, indem wir die Einzelbausteine dem Körper ausreichend zuführen. Und da sind wir wieder bei den Möglichkeiten, die wir als Veganer haben. Das ist nämlich die Hülsenfrüchte. Das ist, wenn wir arbeiten mit Nüssen oder mit Vollkorngetreide. Okay, dennoch ist es empfehlenswert, weil der Körper unabhängig davon, was er durch die Nahrung bekommt, maximal 1-2 Gramm Kreatin selber herstellen kann. In der Regel ist es 1 Gramm. Es macht aber Sinn, wenn wir mehr Bedarf haben, es von außen tatsächlich zusätzlich zuzuführen. Was heißt mehr Bedarf? Nun ja, bei Sportlern ist es so, dass Sportler durch das Kreatin eine Verbesserung ihrer Regenerationsfähigkeit haben, eine Verbesserung vom Muskelwachstum, Muskelaufbau haben und das ist schon mal herausragend. Die Schnellkraft wird verbessert, Reaktionsfähigkeiten werden verbessert. Das ist für Sportler das, worauf Sportler zählen und warum im Sportbereich Kreatin schon längst kein Geheimnis mehr ist. Aber für den Otto-Normalbürger ist auch Kreatin gut, denn es verbessert tatsächlich den Muskelaufbau und das ist für jeden von uns wichtig, besonders wenn wir jenseits der 45 sind. Da bauen die Muskeln sukzessive weiter und weiter ab und wir brauchen etwas, das das Ganze ein bisschen abbremst und unterstützt. Natürlich Sport und Training in dem entsprechenden altersgemäßen Maß, aber eben das Kreatin, das kann helfen, weil dadurch der Energiestoffwechsel verbessert wird. Das heißt, es steht mehr Energie zur Verfügung, wir haben mehr Möglichkeit, Leistung zu bringen und entsprechend Muskeln aufzubauen. Ein zweiter toller Effekt ist, dass die Gehirnleistung verbessert wird. Auch das ist gut, wenn wir älter werden, dass wir dem Körper helfen, seine Gehirnleistung zu behalten. Und das Dritte, was ich genial finde, ist, dass das Herz und die Herzmuskulatur verbessert wird. Klar, Herz ist auch ein Muskel. Also das heißt, wir können mit Kreatin vorbeugend einem Herzproblem, Herzinfarkt entgegenwirken, wenn wir das Kreatin zuführen. Und was ebenfalls richtig gut ist, ist, dass der Knochenstoffwechsel gut verbessert wird. Dazu gibt es tatsächlich auch junge Studien, die zeigen, dass durch Kreatin der Stoffwechsel der Knochen verbessert wird. Wir haben eine bessere Knochendichte und arbeiten damit der Osteoporose entgegen. Also alles in allem, absolut geniales Mittel. Es gibt keine bekannten Nebenwirkungen. Es wird empfohlen, wenn man schwanger ist und stillt, dass man Kreatin nicht unbedingt einnimmt, einfach nur, weil es vor allen Dingen noch nicht bekannt ist, ob es Probleme macht oder nicht. Jeder von euch, der das Dr. Mama-System beherrscht und testen kann, kann das natürlich selber raustesten, ob das gut ist oder nicht. Würden wir für jeden empfehlen. Es ist so, dass Kreatin auch, man sagt, man sollte vorsichtig sein, wenn man eine Nierenproblematik hat, weil überschüssiges Kreatin ausgeschieden wird vom Körper. Deswegen ist es auch nicht gefährlich. Aber wenn die Niere chronisch krank ist und Probleme mit ihrer Filtrationsleistung hat, dann ist es vielleicht zu viel, wenn die Niere irgendwas Überschüssiges ausscheiden sollte. Auch in diesem Fall kann man es aber testen mit der Dr. Mama Testmethode, die ihr im Dr. Mama System lernt. Und dann habt ihr da oder seid ihr da auf der sicheren Seite. Wie das geht, lernt ihr in unserer Akademie. Und die Quelle für Kreatin, es gibt unglaublich viele verschiedene Hersteller, die das verkaufen, von Sportherstellern über renommierte Nahrungsmittelhersteller. Achtet darauf, dass ihr ein qualitativ hochwertiges Produkt bekommt. Wir persönlich empfehlen die Produkte von Sunday an dieser Stelle, Sunday Natural oder sunday.de. Das könnt ihr tatsächlich dort gut bekommen in Form von Pulver oder Kapseln. Wenn ihr es einnehmt, dann ist die maximale Menge am Tag im Grunde für Sportler 5 Gramm. Aber wenn ihr vorsichtig sein wollt, dann nehmt ihr maximal 1 Gramm am Tag ein. 5 Gramm entspricht einem gestrichenen Teelöffel, 1 Gramm dann entsprechend einem Fünftel Teelöffel. Okay, viel Spaß mit Kreatin. Probiert's mal aus, checkt, ob es euch passt.
Liebe Grüße. Ciao, der Matthias.